Radio Weinwelle, das Veranstaltungsradio zum Winzerfest in Großumstadt. Radio Weinwelle ist ein UKW-Hörfunkprogramm, das Winzerfest in Großumstadt begleitet und inhaltlich aufnimmt. Es wird von der Landesanstalt für privaten Rundfunk lizenziert. Die UKW-Frequenz wird bei der Bundesnetzagentur beantragt. Und dann war es soweit. Die ersten Worte von Radio Weinwelle 2008 gingen on air. Herzlich willkommen zu unserem dritten Winzerfestradio. Die allererste Sendung darf die Manu moderieren und in der Technik hockt der Timo. Der eine große Bereich des Radioprojekts ist die Technik, dessen große Aufgaben die Übertragungstechnik, die Systemadministration, der Block, der Studioaufbau und die technische Infrastruktur ist. Der andere große Bereich ist die Arbeit in den Redaktionen. Und davon gab es in diesem Jahr ganze 13 Stück. Insgesamt haben sich 85 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Radioprojekt beteiligt, 144 Stunden Radioprogramm wurde gesendet und über ein halbes Jahr Vorlaufzeit und Vorbereitungszeit hat das Projekt in Anspruch genommen. Dieses Projekt kostet ca. 11.000 bis 12.000 Euro. Um für Spenden zu werben, gibt es jedes Jahr eine Kampagne mit einem bestimmten Slogan, wie in diesem Jahr die Aktion 50-50. Wir wollen die Hälfte über Sponsoren finanziert haben und die andere Hälfte versuchen wir über Spenden, private Spenden zusammenzubekommen. Auf unserem Internetblog haben wir auch die Möglichkeit, online zu spenden und wir sind eigentlich sehr gespannt, wie das angenommen wird und welche Summe wir da zusammenbekommen. Die Sponsoren kommen auf allen Werbeträgern von Radio Weinwelle vor, wie zum Beispiel den Flyern, auf Plakaten, auf der Homepage von Radio Weinwelle und in diesem Jahr auch auf einem speziellen Weindeckel, zu dem es auch den passenden 88,9 Wein gibt. Außerdem haben die Sponsoren die Möglichkeit, mit einem redaktionellen Beitrag in einer Radiosendung vorzukommen. Einerseits wirkt man natürlich mit diesem Projekt in die Öffentlichkeit hinein. Man wird wahrgenommen, das ist ein tolles Radioprojekt, ich glaube, das sagen sehr viele. Dieses Radioprojekt wird von der evangelischen Jugend getragen. Andererseits ist es eben auch ein Projekt, das noch eine zweite Ebene hat, eine medienpädagogische. Es ist ein medienpädagogisches Projekt, wo Jüngere und Ältere zusammenarbeiten, wo ich auch sagen würde, man lernt einfach voneinander, man lernt miteinander zu arbeiten. Es werden ganz, ganz viele soziale Fähigkeiten in diesem Projekt eingeübt bzw. können ausprobiert werden. Radio Weinwelle, das Winzerfestradio aus Großumstadt.